Hi. Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Und eigentlich sage ich immer die Nachtsüchtigen, aber eigentlich, ja, weil ich habe es ja eben auch gerade mal gemeint, eigentlich sind es ja auch die Nachtgeborenen. Es gibt da irgendwie einmal Nightfallen and Nightborn, also die Nachtgeborenen, beziehungsweise die Nachtsüchtigen. Wie auch immer, wir machen weiter mit der Geschichte hier um den Kampf um Suramar, um die geliebte Stadt. Tja, und dann geht's natürlich weiter mit unserer ersten Arkanistin Talrissa. Grüße. Und dem Marsch auf Suramar. So heißt jedenfalls das nächste Kapitel. Vereinte Front. Unsere Rebellenkämpfer wurden bewaffnet. Ja, das hatten wir als letztes, Valeria. Ja, Rüsten für den Krieg. Wir haben auch ein bisschen mit denen trainiert. Wir haben Waffen besorgt. Das hatten wir in der Rabenwehr. Da lagen die ja überall noch gut rum. Im guten Zustand, denke ich mal. Jedenfalls. Sogar die Elfen der Allianz und der Horde haben ihre Zankereien eingestellt. Wir sind fast bereit, auf die Stadt zu marschieren. Verteilt die Frucht diese Woche, dann können wir mit den Vorbereitungen beginnen. Guck mal, da steht's auch noch, dass wir jede Woche einmal eine Frucht bekommen. Wir sind nur so stark wie unser Wille. Genau. Was steht eigentlich bei der Frucht? Die uralte Macht in diese Frucht vereint die Lebensessenz und den arkanen Geist der Schaldurei harmonisch und befreit sie von ihrer Nachtbrunnensucht. Suchen wir uns wieder aus. Vielleicht diesmal, das Mädchen hat ja schon mal was bekommen, ja, die läuft ja immer hier spielend durch die Gegend. Das lassen wir mal, ich suche mir hier diese Flüchtlinge. Oder doch? Hallo? Verenes Tochter hat doch schon eine bekommen, oder? Hallo? Nee, geht nicht. Ich nehme den Flüchtling. Ashtoras de Nil. Genau, du kriegst jetzt... Diese Frucht hat tatsächlich Talrissa geheilt. Erstaunlich. Okay, wie sieht's bei dir aus, Valeria? Ja, ich bin fertig. Ja, genau, das ist halt der Arkandor, der uns quasi dazu ermächtigt, weil Zugang zum Nachtbrunnen haben wir halt auf gar keinen Fall. Und eigentlich wollen wir ja diese uralte Mana-Herrschaft, von denen halt die Nachtgeborenen abhängig sind, die wollen wir halt aus ihren Händen reißen, weil die geht ja damit ziemlich, ziemlich herrscherisch um, sag ich mal. Nur ihre Begünstigten. Nur die oberen Adligen bekommen eigentlich Zugang zum Arkwein und zum uralten Mana in sonstiger Form. Aber alle anderen, die vegetieren teilweise vor sich hin in Suramar. So, die Zeit ist gekommen. Bereit zur Schlacht. Dank eurer Anstrengungen und jener unserer neuen Armee sind die Nachtsüchtigen für die Schlacht bereit. Außerdem konnten wir fast alle Zivilisten auf dem Weg von hier bis zum Hafen der Astravar in Sicherheit bringen. Meine Pläne werden unsere gemeinsamen Streitkräfte durch die Stadt führen und sie den Hafen erobern lassen. Würdet ihr die Pläne bitte Veresa, Tirande und Liatrin überbringen? Ah, jetzt wissen wir auch, warum das Kapitel Marsch auf Suramar heißt, oder? Suramar muss frei sein. Weil Suramar frei sein muss. Ja, wir müssen jetzt wieder zurück und... Was hatten wir da für einen Weg gefunden eigentlich? Komm, wir hatten noch so einen neuen Weg gefunden, ja? Wo wir... Da hatten wir doch irgend so einen Grubenlord. Genau. Pitlord, Grubenlord auf Deutsch. Den hatten wir hier draußen und haben wir gemerkt, wenn wir hier, können wir auch ziemlich schnell unterwegs sein. Tja, keine Ahnung, da hatten wir, glaube ich, von letztem Mal irgendwie, waren wir noch in der Instanzgruppe Valyria, aber das haben wir jetzt geklärt, weil, ja, diese Reiserakete oder auch sonstige Mounts, die man halt zu zweit benutzen kann, die funktionieren halt nur mit Gruppenmitgliedern, ja. Ich denke mal, weiß ich auch nicht, warum Blizzard das so gemacht hat, dass da nicht irgendjemand Fremdes einfach aufspringen kann. Ist ja eigentlich nicht so schlimm, oder? Aber geht jedenfalls nicht. Geht jedenfalls nicht. Und was mir auch noch einfällt, ich habe ja gesagt, dass der nächste Patch mit Argus zu tun haben wird. Das heißt, mit der Heimatwelt der Draenei. Und das stimmt wohl nicht, ja, weil... Schon viel besser. Hä? Schon viel besser? Weil da hat Blizzard, hat da nämlich die Leute ganz schön überrascht. Die haben nämlich schon den nächsten, der etwas größere Patch auf den Testserver gebracht. Und der nächste Patch, der wird uns da bringen, wo das Ganze angefangen hat, Valyria. Das heißt, die Insel, kannst du dich daran erinnern, wo uns dann quasi Gul'dan... vertrieben hat. Genau, wo dann der ehemalige König der Allianz von Sturmwind gestorben ist und die Horde, ja, für die ist es auch nicht gut gelaufen. Die haben sich halt auch zurückgezogen, ja. Und haben ja jetzt eine neue Anführerin, nämlich Sylvanas. Okay, wir sollen mit allen drei reden, Valeria. Mal gucken, ich glaube, dafür müssen wir noch nicht mal umsteigen. Dann reden wir mal mit dem ersten, wenn ich ihn mal sehen würde. Romat? Nö. Ach, hier ist es. Lady Liatrin. Na komm, wir steigen mal ab. Die ist ja hier unter so einem Zelt. Ich bin die Klinge des Lichts. Die Klinge des Lichts.
Die Matriarchin der Blutritter, ja, von den Blutelfen, Valyria. Also, eure Anführer müssen sich auf das Wesentliche konzentrieren. Veresa ist so besessen von ihrem Verlangen nach Rache gegenüber der Horde, dass wir ihr unsere Flanke nicht anvertrauen können. Tyrande ist eine Schildwache und versteht nur wenig von der Kriegsführung auf dem Schlachtfeld. Als Speer ist sie brauchbar, aber sie könnte möglicherweise die Kaldorei wegen Voreingenommenheit vom Hauptangriff abhalten. Meine Blutritter sind die einzigen, die auf die Hauptlast dieses Konflikts vorbereitet sind. Ja, okay, was sagen denn die Pläne eigentlich von Talrissa? Campi-Rebellen sind kampfbereit? Beeindruckend. Schauen wir mal, was sie können. Ah ja, wie die Pläne jetzt genau sind, wissen wir nicht, gell? Anaria Schola. Nee. Ja. Bleibt wachsam. Also, wir wissen es nicht. Wir sind hier anscheinend nur Überbringer von den Plänen. Ein bisschen schade. Aber man sieht, es ist nicht ganz so einfach, diese Fraktion hier miteinander den Angriff, den Marsch auf Suramarsch starten zu lassen. Die Göttin ist mein Schild. Okay, Tyrande ist froh, ein freundliches Gesicht auf diesem Schlachtfeld zu erblicken. Es ist schwer für mich, wieder in Suramar zu sein. Ah, das kennen wir ja. 10.000 Jahre sind vergangen, seit sie zum letzten Mal das Gras dieses Landes unter ihren Füßen gespürt hat. Damals sind sie vor der Brennlegion geflohen. Und hier sind wir zurückgekehrt an ihrem Geburtsort. Okay, die Pläne? Nun ist es also Zeit, mit einer Armee gegen meine Geburtsstadt zu ziehen. Möge Ilun diesen Konflikt rasch beenden. Bei Ilun, ja. Jetzt fehlt uns nur noch Veresa Windläufer. Ach, die gehört zum Silberbund. Da war ich ja auch erst letztens. Ja, der Helfer fällt mir ein. Wenn wir hier irgendwelche Tiere sehen, kann ich das mal zeigen, Leute. Haben wir hier irgendwelche Tiere in der Valyria? Nö, gell? Nee. Hm. Da ist nicht da, so low level. Ich bin da momentan am Durchquesten von, wenn ihr euch erinnern könnt, durch den Kataklysmus. Ist oh, ja, hier vorne ist eins. Ja. Nimm's mal ins Ziel, machen wir was drauf. Oh, dann kann ich es zeigen. Mit dem Schaumstoffschwert. Das kann immer. Pass mal auf. Jetzt kommt. Pass mal auf, Leute. Nehme ich ein Schwert in die Hand. Das ist ein weiches Schaumstoffschwert. Und er wird's überleben. Schaut mal. Er ist nicht tot. 13% ja. Noch. 13%. Und dieses weiche Schaumstoffschwert, das ist quasi essentiell. Ja, es geht manchmal überhaupt nicht anders, wenn man alleine es macht, wenn man alte Quests questet und so wie ich halt in Azeroth die ganzen Questnummer durchqueste. Ich kann es dir mal hier zeigen, was ich da. Das ist ja fast alles. Hier in Kalimdor, das wurde ja alles überarbeitet hier. Dunkelküste. Einige von denen kannte ich schon, aber das Steinkrallengebirge und vor allem, wie ich jetzt auf den Silberbund komme, weil der Silberbund hier, da hieß ja die Silberwindzuflucht. Ja, da fängt es ja dann auch an mit denen, dass man zum ersten Mal die kennenlernt und so weiter. Des Silberbunds und manche Quests verlangen ja von einem, und wenn man viel zu stark ist, geht es ja nicht, dass man die Gegner nur anschlägt. Und das weiche Schaumstoffschwert verwundet triviale Schwierigkeit nahezu tödlich, ja. Und das kriegt man ja normalerweise dann nicht mehr hin, Valyria, ja. Aber mit dem Schaumstoffschwert geht es, ja. Also, reden wir mal mit der Veresa Windläuferin. Baladash Malanore. Die kriegt einen passenden Mondsichel. Sonne Blutelfen, ja, das ist fraktionsübergreifend, gell. Also, ich hätte nie gedacht, dass ich mir einmal ein Lager mit den Kaldorei teilen würde, aber verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Pläne von Talrissa. Gemeinsam werden wir Azeroth retten. Okay, wir sind nicht gut genug, um die Stellung lange zu halten. Je eher wir auf dem Vormarsch sind, umso besser. Okay, gut, dann geben wir mal Bescheid. Wem geben wir denn da Bescheid? Talrissa? Weiß nicht. Nee, Khadgar. Der Letzte okay. Hier. Gul'dan und die Legion müssen aufgehalten werden. Ja, Khadgar, wir sind nämlich bereit zur Schlacht. Nun gut, mit diesen Plänen und ein wenig Glück könnten wir es mit weitaus weniger Kollateralschaden schaffen, als ich erwartet hatte. Okay, ja, lässt sich wohl nicht ganz vermeiden, weil ihr ja Kollateral bedeutet ja, dass hier Leute ihr Leben lassen müssen für diesen Marsch auf Suramar. Ja. Ja, und jetzt Beteiligte. Ja. Okay, die volle Macht der Elfen. Talrissa hat es geschafft, dass alle drei sich einigen konnten. Ihr Verhandlungsgeschick ist beeindruckend. Also gut, Held. Liadrin marschiert bereits auf Suramar. Schließt euch ihren Truppen an. Tyrande wird die Flanke der Stadtverteidigung angreifen und tiefer im Getümmel zu euch stoßen. Die Nachgeborenen bilden die Nachhut und halten das Gebiet für uns. Orkolet und ich werden die Streitkräfte der Kirin Tor zum Hafen
der Astra war verlegen. Mit etwas Glück werden wir auf der anderen Seite auf euch treffen. Okay, die wollen sich da jetzt einfach hinteleportieren. Oh, da kriegen wir eine ordentliche... Sendorei und Schaldorei. Nehmt die Promenade ein und sichert sie gegen unsere Feinde. Danach reiten die Kaldorei vor und nehmen den Laufsteg ein. Seid nicht so nachlässig, ihr seid die Nachtgeborenen, die sich darauf vorbereiten, ihre Stadt und ihr Vermächtnis zu verteidigen. Steht gerade. Ohne euch wird Azeroth fallen. Ja, das war jetzt Victoire. Ich denke mal, wir marschieren jetzt mit, Valyria. Wir marschieren mit. Hinten die Nachtgeborenen bilden ja die Nachhut, aber wir gehören jetzt zu denen, die den Kampf mit anfangen. Sichert die Promenade? Champion, kommt. Begleitet meine Sindorei gegen diese Vorhut. Ich glaube, da muss jetzt jeder für sich erstmal kämpfen, ja, ne? Das Zeitalter der Schalldorei ist gekommen! Niederer Abschaum! Also große Gegenwehr haben wir ja nicht. Wir haben so ein paar Arkan-Wachen und die Kampfmagie der Dämmerwache. Für die Schalldorei! Meine Magie! Besiegt! Oh, sieht ganz so aus. Jetzt schnetzen wir uns ganz schön durch, oder, Valyria? Ja. Ein Augenstrahl kann ich ständig benutzen. Ja. Also. Ihr könnt uns nichts anhaben. Die Promenade ist ja eigentlich dieses Gebiet, wo wir gerade sind hier. Ja, da haben wir ja auch letztens. Ich habe eine Quest bekommen. Ich habe euch enttäuscht. Die Schalldorei, die ganze Welt! Oh je, wir müssen auch einige ihr Leben lassen, merke ich gerade. Wo hast du nur deine Quest bekommen? Irgendwie Feldverband. Ach, der Erste-Hilfe-Quest? Ja. Okay, das ist jetzt natürlich jetzt nicht so interessant. Ich guck mal, dass ich... Die geraten auch immer wieder weiter hinten wieder in den Kampf. Okay, ja, looten nicht vergessen, ne? Die Verteidigung wurde durchbrochen. Bezwingt den uralten Schildwächter. Ja gut, der kriegt jetzt mal Metamorphose ab. Phase 3 sichert den Laufsteg des Schicksals. Ja, das ist ein passender Name. Hier wird sich das nämlich das Schicksal entscheiden, oder was? Ob wir Zugang erhalten zum Hafen? Der ist ja eigentlich direkt da vorne schon. Ich bin nicht alleine, oder? Ne, Tyrande Whisperwind, die kriegt jetzt von mir einen. Ja, die kriegt von mir jetzt mal einen passenden Mond. Die Mondsichel hier. Friedensbewahrer der Kirin Tor sind auch schon. Braucht ihr Hilfe? Es gibt so viel Magie, dass es eine Herausforderung wird, die Stadt einzunehmen. Ich hoffe, wir können diese Armeen zusammenhalten. Bis wir erfolgreich sind. Ja, die Kirin Tor sind alle schon da. Das hat eigentlich gut geklappt. Ich gehe mal auch mal. Geh mal auf ein passendes Mount. Ich reite jetzt gerade mit Tyrande Whisperwind. Ich nur Allah. Ja, ich bin schon ein bisschen weiter vorne und kämpf schon. Ja. Muss mal gucken, wann wir wieder zusammen sind, weil die Rea, ja. Hier stellen sich wieder. Unholde! Wir sind die Auserwählten! Was führt euch hierher? Aber es geht ja auch nicht nur um die Schreckensherrschaft der Großmagistrix Elisande, sondern auch eher um den Einfluss der Legion, ja, mit denen sie ja zusammenarbeiten. Ihr könnt uns nichts anhaben! Die Nachtgeborenen werden herrschen! Und deswegen macht halt der nächste Patch macht halt dann mehr Sinn als das, was ich mir mit dem Argus dann vorgestellt habe. Weil wir haben es ja letztendlich, Leute, haben wir es ja dann nur mit Suramar in Anführungszeichen und der Nachtfestung dann zu tun. Die Legion an sich, tja, da wird halt noch was anderes dazu kommen. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Löst die... Ich habe eine Idee.
Oh. Ein Massenteleport. Dazu brauche ich aber Hilfe. Ocolette hat eine Idee bei mir. Verhindern die Zauberschutze keine Telemantie? Ich weiß. Keine Sorge. Sie ignorieren meinen Rat, sie aufzurüsten. Schon seit Jahrhunderten. Okay. Wir sollen jetzt wieder die Falle auslösen. Da muss ich mitmachen. Was für eine Ehre hier. Wow. Jetzt haben wir die einfach ins Wasser teleportiert, hä? Guck mal. Boah, das ist natürlich auch eine Art und Weise. Ach, hier sind die wieder weiter vorne. Können wir mal so einen Blick von der Seite werfen. Eine ganze Stadt in einer Teleportation? Ah, die reden gerade. Um ehrlich zu sein, ich hatte Hilfe. Ah, der redet von... Faszinierend. Ich würde nachher gern unsere Notizen vergleichen. Komm, Champion. Die Kirin Tor und die Dämmerlilien-Rebellen haben diesen Teil des Hafens gesichert. Okay, die Kirin Tor und die Nachgeborenen haben jetzt... Wir haben jetzt quasi den Hafen unter unsere Kontrolle gebracht, Valeria. Schön, jetzt sind wir wieder zusammen. Ocolette ist beeindruckt, wie Katka das beschrieben hat, dass er... Komm, wir gehen mal hier zur Seite. Das ist auch ein cooler Ausblick. Wie er Dalaran hierher teleportiert hat. Zuerst sind wir ja geflüchtet mit Dalaran und dann sind wir wieder zurückgekommen hier auf die... Da sind wir quasi hier auf den verheerten Insel erschienen. Das sieht schon toll aus. Okay, dann machen wir mal weiter. Es liegt viel vor uns. Also, die volle Macht der Elfen. Dank der telemantischen Fallen, die ihr vor der Schlacht platziert habt, erleiden wir viel weniger Verluste. Ich habe eigentlich gar keine platziert. Ich weiß nicht, mit wem wir da reden. Die brauchen wir alle nicht, gell? Diese komischen Relikte. Die sind ein bisschen zu schwach für uns. Ich nehme mal so ein... ja. Wir bekommen außerdem die verderbte Matrix der Nachtgeborenen. Der delikate Talisman der Nachtgeborenen wurde zu perfiden Zwecken entstellt und verderbt. Seine Macht sollte entzogen werden, um sie besseren Zwecken zuzuführen. Was heißt denn perfide eigentlich? Ich weiß es nicht. Kann man das ausdrücken? Ja, überleg's dir. Wir machen jetzt mal hier weiter. Quest beenden. Also, Sammelpunkt. Ihr und eure Gefährten habt einen formidablen Korridor durch die Stadt geschlagen. Er wird schwer zu halten sein, aber dennoch einen Keil in Elisandes Truppen schlagen. Ocolette war damit beschäftigt, einen telemantischen Signalgeber an diesen Standort zu verlegen, wollte aber euch die Ehre der Aktivierung überlassen. Ja, das haben wir ja gemacht eben. Ach nee, dann redet ihr von einem anderen Signalgeber, noch jetzt einen permanenten wahrscheinlich. Eben haben wir ja nur die Feinde eben wegteleportiert, gell? Lebt wohl. Genau. Wir werden uns wiedersehen. Ja. Ah, hinterlistig. Perfide. Hinterlistig. Okay. Ja, es ist interessant, was für ein Name das ist. Anscheinend ist das Ding hier so um die Ecke, Valeria. Wollen wir weiter? Hol mir schon mal meine Bombay-Katze raus. Aber hier ist ja nicht so viel los, ja. Aber die Nachtfestung müsste eigentlich... Ja, wir werden ja dann noch hinkommen. Der Zugang zur Nachtfestung, ja... Da werden wir auf jeden Fall noch hinkommen. Hat der irgendwas zu sagen hier? Hallo. Gemeinsam Horde und Allianz auf dem Schlachtfeld. Ja, auftreten. Die Lage ist dann schon ein wenig angespannt, aber zwischen den Elfen, die Spannung ist quasi mit den Händen greifbar. Man sieht sich. Ja, irgendwie schon. Aber irgendwie glaube ich, dass wir hier... ja gut, wir haben jetzt so einen kleinen Rundgang. Ja, wir haben jetzt so einen kleinen Rundgang. Ey, kann das sein, dass das da vorne die Nachtfestung ist? Ja, das ist sie. Guck mal. Ja, das ist da hinten. Wenn du mal auf die Minikarte guckst, dann siehst du ja, von Titan berührt die Quest, die ist da vorne eigentlich, die Nachtfestung. Also eigentlich da vorne, ja. Das Riesending, was halt verschlossen ist. Gell, wo ich gerade hingucke, Valeria, guck mal. Das ist die Nachtfestung sozusagen. Weil von Titan berührt, Leute, das ist quasi eine Quest, in der man die legendären Gegenstände halt noch weiter verstärken kann, auf gut Deutsch gesagt. Ein neuer Raid bedeutet neue höhere Gegenstandsstufen. Ach, hier ist der. Und da müssen halt die legendären halt auch nachziehen. So, dann machen wir den mal jetzt. Das Portal funktioniert und wir sind noch ganz gut. Ich dachte schon, ein weiterer Signalgeber überlastet vielleicht das Netzwerk. Okay. Wow, jetzt haben wir mehr Leute hier. Und Ocolette hat sich jetzt auch erstmal hier nach Shalaran. Da wollen wir ja gar nicht hin, oder? Nee. Doch. Wo gehen wir die Quest ab? Draußen. Draußen, oder? Ja. Ich komm mal mit. Machen wir hier unseren Rundgang zu Ende.
So, also das ist schon hier wieder. Das ist schon cool, ey. Jetzt haben wir, jetzt gehört uns der Hafen. Der Hafen hier in Syramar gehört jetzt quasi uns. Wissen ist Macht. Entscheidend ist, es weise einzusetzen. Also, gut gemacht, Helden. Von diesem Sammelpunkt aus können unsere Truppen direkt auf die Stadttore zielen. Talrissa hat ihren Rebellen aufgetragen, den Ort für uns zu halten und uns Rückendeckung zu geben. Sobald unsere Belagerungsfahrzeuge vor Ort sind, sollten wir für den Angriff auf die Stadt bereit sein. Marsch auf Syramar. Okay. Ihr seid unsere letzte, unsere größte Hoffnung.